Tulpa ist ein Panzer der nächsten Generation, der für den Einsatz in Kampfgebieten konzipiert wurde und einen kompletten Infanteriezug mit hohem ballistischem und Minenschutz sowie überragender Feuerkraft schützt und unterstützt. Die modulare Panzerungsstruktur des Fahrzeugs kann leicht an das Missionsprofil und taktische Bedürfnisse für unterschiedliche Schutzniveaus angepasst werden und verfügt über eine geeignete Infrastruktur für aktive Schutzsysteme, eine speziell entwickelte Basisstruktur für Minenschutz und Sitze mit Schutzeigenschaften gegen Minenexplosionen, was Tulpa zum überlebensfähigsten Fahrzeug in seiner Klasse macht. Dank seines ursprünglichen nationalen Designs des automatischen Kettenantriebssystems und seines hohen Leistungsgewichtsverhältnisses hat Tulpa eine hohe Mobilität in allen Klima- und Geländebedingungen. Tulpa zeichnet sich auch durch seine einfache Wartung, geräumiges Interieur, flexible Architektur, Wachstumspotenzial, geeignete Infrastruktur zur Integration verschiedener Missionsausrüstungen und Waffensysteme, modulare Panzerungsstruktur, niedrige Silhouette und Transportfähigkeit mit A400M aus, neben seinen technischen und taktischen Merkmalen. Das Gefechtsgewicht von Tulpa liegt zwischen 32 Tonnen bis zu 42 Tonnen und es bietet Platz für bis zu 12 Personen. Die Panzerung des gepanzerten Tulpa-Fahrzeugs ist modular aufgebaut und kann je nach Einsatzprofil und taktischen Anforderungen leicht angepasst werden. Die modulare Struktur der Panzerung ermöglicht es, den Schutzlevel des Fahrzeugs schnell und einfach für verschiedene Bedrohungsniveaus zu erhöhen oder zu verringern. Die Panzerung des Tulpa-Fahrzeugs wurde speziell für ballistischen und Minenschutz konzipiert. Die Basisstruktur des Fahrzeugs wurde speziell entwickelt, um den Minenschutz zu erhöhen. Darüber hinaus verfügen die Sitze des Fahrzeugs über schützende Eigenschaften gegen Minenexplosionen. Die Panzerung des Tulpa-Fahrzeugs verfügt über eine geeignete Infrastruktur für aktive Schutzsysteme. Diese Systeme wurden entwickelt, um Raketen und andere Bedrohungen zu erkennen, die auf das Fahrzeug gerichtet sind, und diese unschädlich zu machen. Zusätzlich zur Panzerung reduziert die geringe Silhouette des Tulpa-Fahrzeugs das Risiko, von Feinden entdeckt zu werden. Darüber hinaus wurde die Höhe des Fahrzeugs für den Transport mit militärischen Transportflugzeugen wie dem A400M verringert. All diese Eigenschaften machen den Tulpa zu einem Fahrzeug mit hoher Überlebensfähigkeit. Der Tulpa-Kettenpanzer ist mit einer Reihe von Kameras und Technologien ausgestattet. Dazu gehören Wärmebildkameras, Nachtsichtkameras, Laserentfernungsmesser und LIDAR, Leitdetektion Entrang-In, Geräte. Das Fahrzeug ist auch mit anderen technologischen Merkmalen ausgestattet, wie ZB-Funk-Kommunikationsausrüstung, GPS-Navigationsgeräten und Verteidigungselektroniksystemen. Wärmebildkameras erfassen die Temperaturen von Objekten um das Fahrzeug herum und erzeugen Bilder. Dadurch können Objekte auch bei Nacht oder schlechtem Wetter erkannt werden. Nachtsichtkameras sind Kameras, die bei schlechten Lichtverhältnissen arbeiten und hochauflösende Bilder von Objekten in der Dunkelheit liefern können. Laserentfernungsmesser werden verwendet, um die Entfernung von Objekten um das Fahrzeug herum zu messen. Dadurch kann der Fahrer Hindernisse oder Bedrohungen in der Umgebung erkennen und die Route des Fahrzeugs entsprechend anpassen. LIDAR-Geräte erstellen 3D-Karten, um dem Fahrzeug zu helfen, seine Position und Umgebung genauer wahrzunehmen. Der Tulpa-Kettenpanzer ist mit Verteidigungselektroniksystemen ausgestattet. Diese Systeme werden verwendet, um Bedrohungen um das Fahrzeug herum zu erkennen und zu verhindern. Dazu gehören elektronische Gegenmaßnahmen, ECM-Systeme, die elektromagnetische Signale, die vom Fahrzeug ausgehen, unterdrücken können, Sensoren, die die Erkennung von Sprengstoffen im Fahrzeug ermöglichen, und Kontrollsysteme für Waffen wie Maschinengewehre oder Raketenwerfer, die auf dem Fahrzeug montiert sind. Der Tulpa-Kettenpanzer ist auch mit Funkkommunikationsausrüstung und GPS-Navigationsgeräten ausgestattet. Dadurch können die Fahrzeugbesatzungen mit anderen Einheiten kommunizieren und die Position des Fahrzeugs bestimmen. Die verwendeten Waffen in dem Fahrzeug sind wie folgt.
12,7 mm M2HB Maschinengewehr. Der Tulpa-Panzerwagen kann mit einem 12,7 mm M2HB Maschinengewehr ausgestattet werden. Diese Waffe ist hochwirksam und hat eine lange Reichweite. Sie wird in der Regel in Luft-, Land- und Wasserfahrzeugen verwendet. Das 12,7 mm M2HB Maschinengewehr ist eine Waffe, die schnell und präzise auf Ziele schießen kann. 7,62 mm M240 Maschinengewehr. Der Tulpa-Panzerwagen kann auch mit einem 7,62 mm M240 Maschinengewehr ausgestattet werden. Diese Waffe ist für ihre hohe Schussrate und effektive Reichweite bekannt. Sie wird in der Regel in Fahrzeugen und Flugzeugen eingesetzt. Das M240 ist für eine präzise Zielidentifikation, Scannen und Scharfschützenschüsse geeignet. 40 mm AGL. Der Tulpa-Panzerwagen kann mit einem 40 mm automatischen Granatwerfer ausgestattet werden. Diese Waffe ist vielseitig einsetzbar und effektiv gegen Bodenziele. Der 40 mm AGL hat eine hohe Sprengkraft und kann mit verschiedenen Arten von Munition verwendet werden. 107 mm Raketenwerfer. Der Tulpa-Panzerwagen kann auch mit einem 107 mm Raketenwerfer ausgestattet werden. Diese Waffe kann zur Luftverteidigung, gegen Bodenziele und zur Ausschaltung von gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt werden. Der Tulpa-Panzerwagen kann auch mit anderen Waffen ausgestattet werden, darunter 20 mm oder 30 mm Kanonen, Raketen, Bomben und Handgranaten. Welche Waffen jedoch verwendet werden, kann je nach Zweck und Verwendungszweck des Fahrzeugs variieren. Der Tulpa ist mit einem modernen Feuerleitsystem ausgestattet, das ihm die Fähigkeit verleiht, in allen Wetterbedingungen und Tag- und Nachtzeiten zu schießen. Der Tulpa-Turm ist mit einer 30 mm Doppellader-Automatikkanone und einer koaxialen 7,62 mm Maschinengewehrbewaffnung ausgestattet. Kommandanten und Schützen verfügen über unabhängige Jägerschützenfähigkeiten mit Thermal-, CCD-Kameras, Laserentfernungsmessern und automatischer Zielverfolgungsfunktion. Das Fahrzeug verfügt über zwei turboaufgeladene Dieselmotoren mit 600 und 1100 PS Leistung. Der Tulpa hat eine maximale Reichweite von 600 km und eine Höchstgeschwindigkeit von über 70 km/h. Er ist in der Lage, steile Hänge und Gräben von bis zu 0,8 Meter bzw. 2,6 Meter zu überwinden und kann bei einer Neigung von 60% und einer Seitenneigung von 40% fahren. Der Tulpa-Panzerwagen bewegt sich auf zwei Laufketten. Diese Ketten ermöglichen es dem Fahrzeug, sich auf allen Geländetypen zu bewegen. Der Panzerwagen hat eine hohe Manövrierfähigkeit auf unebenem Gelände und kann leicht navigieren. Das Fahrzeug ist auch mit einem fortschrittlichen Federungssystem und hydraulischer Lenkung ausgestattet, was den Komfort während der Fahrt erhöht. Der Tulpa ist ein schnelles und bewegliches Fahrzeug. Deshalb ist er ideal für den Einsatz in Notfällen und schnelle Reaktionen geeignet. Tulpa verfügt über verschiedene Fahrzeugkonfigurationen, wie einen leichten Panzer, ein gepanzertes Kampffahrzeug, einen gepanzerten Mannschaftstransporter, ein Aufklärungsfahrzeug, ein Kommando- und Kontrollfahrzeug, ein Luftabwehrfahrzeug, einen Krankenwagen, ein Wartungs- und Bergungsfahrzeug, ein Artilleriefahrzeug und andere. Der Ansatz, eine gemeinsame Rumpfstruktur zu verwenden, bietet neben der Reduzierung der für Ausbildung vorgesehenen Ressourcen auch bedeutende logistische Vorteile. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.